Hi miteinander, hier ist Gabriel aus Brasilien. Ich habe alle Videos geschaut im Internet von FG Rivi und ich habe ein paar Fragen von Dani bekommen und ich versuche jetzt auf Deutsch beantworten. Ja? Also erste Frage ist, wann hast du bei der FG Rivi gespielt und kannst du dich noch an deine Mannschaftskollegen erinnern, wie sie geheißen haben? Also, ich habe bei FK Rivi gespielt in 2005, März bis Februar 2006. Es war eine super Zeit mit der Mannschaft, auch mit Familie Hug, eine sehr nette Familie. Ich habe dort gewohnt, fast für ein ganzes Jahr. Wegen meiner Mannschaftskollegin. Ja, natürlich, ich erinnere mich den Namen. Also ich habe vorne links und vorne rechts gespielt. Zusammen mit Schümmli, Andreas Bachmann, Urs Lenzlinger und Philipp Jung. Hinten hat Cello, hinten links, oder Marco Bossard. In der Mitte hat Dömsi gespielt und hinten rechts hat Silvan Küttel oder Pascal Iseli. Der Trainer war Adrian König. Also es war eine super Mannschaft, hat viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, wir treffen uns wieder nächstes Jahr für ein Freundspiel oder nur für Spaß. Ja? Die zweite Frage ist, wieso hast du dich dazu mal entschlossen, in der Schweiz Faustball zu spielen? Ich habe eine Jugendweltmeisterschaft gespielt in Italien in 2003. Dort habe ich viele Leute kennengelernt aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich. Und nach der Weltmeisterschaft, ich habe ein paar Turniere gespielt in Österreich und in der Schweiz, in Jona und Wiedenau. Und ja, dann habe ich viele Kontakt. Und nach einem Jahr hat Adrian König mir ein E-Mail geschickt und gefragt, ob ich bei FG Rivi spielen wollte. Ja, dann war ich bei Faustball FK Rivi für ein ganzes Jahr. Ich bin auch von September bis Februar zur Universität gegangen in St. Gallen. Es war auch eine super Zeit. Und deswegen habe ich in der Schweiz gespielt. Ja. Welches Spiel mit der FG Rivi ist dir auch heute noch ein bester Erinnerung und warum? Also, es gibt drei oder vier gute Spiele. Zum Beispiel in der Meisterschaft. Wir haben im Finale gegen Faustball Wiedenau verloren. Aber es war wirklich ein super Spiel, ein sehr hartes Spiel. Wir haben alles gegeben. Wir waren 2-0 vorne, aber leider, wir haben verloren, 3-2. In dieser Zeit, die Sätze waren bis 20 und es dauert etwa 1,5 Stunden, ein Spiel gegen Faustball Wiedenau. Auch im Schweizer Cup, wir haben diesmal gewonnen gegen Faustball Wiedenau. Es war auch sehr schwierig, ein sehr schwieriges Spiel, aber zum Glück gewonnen dieses Mal. Wir haben auch IFA-Pokal gespielt und leider im Finale haben wir verloren gegen Faustball Grieskirchen, aber es war auch ein super Spiel, aber leider verloren. Was noch gegen Oberinfelden? Wir haben auch immer sehr harte Spiele gemacht.
In dieser Zeit, ich hatte einen Sprungservice und sie haben immer gesagt für die Schiedsrichter, ja, Gabriel, mach Übertritt, Übertritt. Den ganzen Spiel haben sie das gesagt, aber das war lustig. Einmal haben wir verloren gegen Oberentfelden, einmal gewonnen, aber alle waren zufrieden am Ende. Ja. Könntest du vorstellen, nochmals eine oder zwei Saisons in der Schweiz zu spielen? Es ist momentan schwierig wegen meiner Arbeit hier in Brasilien. Aber vielleicht wir treffen uns irgendwann in der Schweiz, in Rickenbachwilen, für ein Training am Abend oder für ein Freundspiel. Irgendwann, wenn es geht. Wenn diese Zeit weitergeht mit Coronavirus und so, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr, 2021, für ein Freundspiel. Vielleicht FG Rivi 2005 gegen FG Rivi 2021. Ich weiß fast alle Spieler von dieser Zeit, 2005. Sie trainieren immer noch, nicht mehr so viel, aber sie sind noch aktiv im Faustball. Und das wäre schon interessant, ein Freundspiel zu machen. Ja. Du siehst, ich habe immer noch mein Trikot. Vielleicht der neue Präsident schickt mir ein T-Shirt von FG Rivi. Das wäre ein super Geschenk. Vielleicht er schickt mir per Post. Das wäre eine gute Idee. Ja? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Bleibt zu Hause. Und liebe Grüße von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in der Schweiz. Ciao.